Wer macht besseren Fortschritt? Starship oder das SLS der NASA? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Während die Starship und Super Heavy Prototypen in Boca Chica Static Fires diverser Art veranstalten, kommt das SLS nicht weg vom Boden. Zumindest noch nicht, denn übermorgen findet ein weiterer Versuch statt, die Mondrakete der NASA in Betrieb zu nehmen. Wir schauen uns heute an, wie sich diese beiden Megaraketen schlagen und wer das Potenzial hat, als erster einen Orbit zu erreichen. Ohne weitere Umschweife jetzt, steigen wir direkt ein. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Bevor wir nach Boca Chica schauen, werfen wir einen schnellen Blick nach Florida, wo die NASA versucht, das Space Launch System auf die Artemis 1 Mission vorzubereiten. Bei den ersten beiden Versuchen ist einiges schiefgelaufen. Da ständig Wasserstoff aus der Schnellkupplung austrat, wo kein Wasserstoff austreten sollte, wechselte die NASA die Dichtungen der betroffenen Stelle aus. Beim Betankungstest vergangene Woche trat zunächst an derselben Stelle beinahe dieselbe Menge Wasserstoff aus, die zuletzt auch ausgetreten war. Schließlich haben sie es durch Troubleshooting geschafft, die Tanks doch zu befüllen. Auch bei der Betankung der Interim Cryogenic Propulsion Stage oder kurz ICPS gab es Komplikationen. Aber auch hier konnte man die Probleme beseitigen. Schließlich verkündete die NASA auf Twitter, dass der Betankungstest absolviert war und dass alle Missionsziele erreicht wurden. Aktuell steht noch der 27. Dezember für einen weiteren Versuch zur Debatte, aber das könnte sich ändern. Viel mehr gibt es im Moment über das SLS nicht zu berichten, deswegen schauen wir jetzt nach Boca Chica, wo SpaceX eine massive Starship-Testkampagne gestartet hat. Es ist manchmal schwer, ein direktes Datum für den Beginn einer Testkampagne zu definieren, aber für unsere Zwecke fangen wir heute in der Nacht auf den 10. August an, wo SpaceX das erste Mal die Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters BS-7 zündete. Genauer gesagt wurde zunächst ein Triebwerk für ein paar Sekunden gezündet. Und das nachdem BS-7 schon als Altmetall galt, denn bei vorhergegangenen Tests war der Booster beschädigt worden. Jedenfalls folgten weitere Spin-Prime-Tests mit jeweils unterschiedlicher Anzahl von getesteten Triebwerken und weitere Static Fires. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe den Überblick verloren. Die Ereignisse der vergangenen Wochen waren so vielfältig und aufregend, dass ich nicht zu jedem Static Fire ein Datum zuordnen kann. Einmal feuerten 3, einmal 5 oder 6 und einmal 7 Triebwerke des B7 Boosters. Auch S24 führte einige Static Fires durch. Bemerkenswert war der Tag, an dem zuerst ein großer Super Heavy Spin Prime Test mit vielen Triebwerken und im Anschluss ein Static Fire des Schiffes 24 mit 6 Triebwerken stattgefunden hat. Nachdem sich die massiven Staubwolken verzogen hatten, konnte man erkennen, dass an mehreren Stellen kleine Feuer brannten. Da aber das Schiff und der Booster unter Druck standen und teilweise noch betankt waren, konnte die Feuerwehr erst in der Nacht anrücken, um das Feuer zu löschen. Ja, es brannte ordentlich lange. In diesem Fall bekämpft man Feuer mit Feuer. Die Flächen, auf die sich das Feuer ausgebreitet hätte, wurden später kontrolliert von der Feuerwehr verbrannt, bevor die Brandquelle dort ankommt. Und bis zu einem gewissen Grad sind solche Feuer natürlich und gut für das Ökosystem. Aber auch nicht immer. Solche Buschbrände kennen wir schon aus der Starhopper-Zeit. Hier aus der Luft sieht man die Ausmaße des Brandes. Der Buschbrand hat vielleicht dramatisch ausgesehen, war er aber nicht. Was aber schon dramatisch war, war, dass nach dem Static Fire rund 30 der 16.000 Hitzeschutzkacheln auf S24 fehlten. Und das ist schon ein großes Problem. Denn wenn beim Zünden der Triebwerke die Hitzeschutzkacheln beschädigt werden, dann kann das beim Wiedereintritt in die Atmosphäre katastrophal enden. Das hat einige dazu veranlasst zu spekulieren, dass SpaceX zuerst ein Wegwerf-Starship entwickeln könnte, um ihre Starlink V2-Satelliten schneller in Betrieb nehmen zu können, als wenn sie auf die Inbetriebnahme der vollständig wiederverwendbaren Starships warten würden. In diesem Fall würden sie das Gewicht des Hitzeschildes, der Steuerflächen und Treibstoffreserven für die Rückkehr und Landung sparen und könnten somit viel mehr Satelliten befördern. Man könnte vermutlich auch die Meereshöhe Raptoren mit Vakuum-Raptoren ersetzen. Ist sicher eine denkbare Übergangslösung. Was glaubst du? Der Vollständigkeit halber sage ich schon auch noch dazu, dass bei den Static Fires mit weniger Triebwerken weniger bis keine Kacheln abgefallen sind. Also man scheint das Problem schon zumindest teilweise im Griff zu haben. Fühlt sich vielleicht nicht ganz richtig an, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass SpaceX diesen Weg geht.
NASA Spaceflight hat diese Nasenspitze von S26 entdeckt. Da man hier keine Verankerungen für Steuerflächen und Hitzeschutzkacheln sieht, spekuliert die Community stark Richtung Einweg-Starships. Wenn wir genau schauen, dann sehen wir, dass das Feuer der Triebwerke enorme Schäden am Schiff selbst verursacht hat. Das wird natürlich besser, wenn das Schiff auf dem Booster auf einem bereits erhöhten orbitalen Teststand steht. Dennoch ist es ein Problem, dass Kacheln abfallen, wenn die Triebwerke feuern. Die Triebwerke beschädigen sich aber auch selbst. Daher hat man einen der drei Vakuum-Raptoren ausgetauscht. CSI Starbase hat in der Causa ermittelt und dieses beschädigte Rohr entdeckt. Ob es durch herumfliegendes Geröll oder einen Triebwerksfehler entstanden ist, ist noch nicht klar. Vermehrt tauchen nun Raptor-Triebwerke mit solchen Abdeckungen auf. Das soll nicht nur das Triebwerk vor herumfliegenden Geschossen schützen, sondern auch davor, von explodierenden Raptor-Kollegen beschädigt zu werden. Und falls der Raptor in Frage selbst explodiert, werden die Triebwerke drumherum davor geschützt. Wie auf Brandon Lewis Grafik schön zu sehen ist, hat SpaceX die Produktion der Prototypen massiv beschleunigt. Booster 7 steht oder stand bis Redaktionsschluss auf dem orbitalen Teststand und ist danach noch zur Produktionsstraße gebracht worden. Booster 8 ist mehr oder weniger fix und fertig in der Megabay und Booster 9, 10 und 11 wurden in Einzelteilen in der Produktionsstraße gesichtet. Bei den Schiffen ist es noch wilder. Schiff 24 steht auf dem suborbitalen Teststand B, Schiff 25 ist im Hochschutz und hat einen wunderschönen Hitzeschild und die Schiffe 26, 27, 28 und 29 befinden sich ebenfalls in der Produktionsstraße. Auch in McGregor, Texas werden mehrmals täglich Raptor- und Merlin-Triebwerke getestet und dorthin geliefert, wo sie gebraucht werden. Dieses Video fand ich besonders lustig, wo man sieht, wie unbeeindruckt diese Kühe auf der Weide sind, wenn dieses Triebwerk zündet. Denen ist wohl nicht bewusst, dass diese Technologie die ersten Menschen auf den Mars bringen wird und dass es sich hier um vollstromgestufte Verbrenner handelt. Diese Kühe haben wahnsinniges Glück, dass ich Kühe mag, sonst hätte ich jetzt etwas Gemeines gesagt. Dank CIA Starbase wurde ich auf ein Problem aufmerksam, dessen ich mir vorher nicht bewusst war. Achte mal auf diese Wasseroberfläche. Nach einem Static Fire regnet es für Ewigkeiten Staub und Geröll herunter. Klar, es könnte auch ein windiger Tag sein oder die Fischer könnten ihr Unwesen treiben. Aber wenn wir uns diese Aufnahmen ansehen, die zeigen, dass die Staubwolke höher als der Startturm ist, dann wird schnell klar, dass es hier Gestein und Beton regnet. Das ist auch sehr schön auf diesen Aufnahmen zu sehen, die Einschläge in der Infrastruktur zeigen. Das bisher größte Raptor-Feuer war die Zündung der 7 Triebwerke des Boosters 7 am 9. September. Das ist echt erstaunlich, wie viel Staub diese Triebwerke aufwirbeln. Und das, obwohl sie nicht einmal 10 Sekunden gebrannt haben. Jedenfalls bestätigte Elon über Twitter, dass der Kammerdruck der Triebwerke bei diesen Tests in Ordnung gewesen war. Ich bin auch auf den Tag gespannt, an dem ein Super Heavy Booster die Triebwerke zündet und oben ist ein Starship drauf gestapelt. Was denkst du? Würden da noch immer Kacheln abfallen oder reicht der Abstand zum Boden? Aber nachdem ich gesehen habe, wie hoch diese Staubwolken fliegen, befürchte ich, dass ein Feuer mit allen 33 Triebwerken so viel Geröll hochschleudern könnte, dass die Kacheln davon beschädigt werden. Ich denke, dieses Problem wird abgeschwächt, wenn man dann tatsächlich auch startet, das Schiff abhebt und dieser Geröllwolke entkommt. Aber wenn man auf dem Boden bleibt, dann regnet es Staub und Beton. Vielleicht ergibt es Sinn, einen provisorischen Schutz für diese Zwecke zu errichten. Der ehemalige Schießstand in der Nähe der Produktionsstraße wird im Moment auch stark umgebaut. Wir rechnen damit, dass hier in Zukunft Nasenspitzen und Triebwerke getestet bzw. gewartet werden. Auf jeden Fall ist klar, SpaceX gibt Gas. Das einzige bzw. das größte Infrastrukturprojekt in Boca Chica selbst im Moment ist der Bau der Star Factory. Aber auf den neuesten Aufnahmen von RGV Aerial Photography ist zu sehen, dass auch diese Halle zumindest äußerlich fertiggestellt ist. Das lässt erahnen, wie schnell die Star Factory am Cape in Florida fertiggestellt sein wird. Hier auf den Luftaufnahmen von NASA Spaceflight ist zu sehen, dass die Fertigstellung der Star Factory 2 vermutlich in wenigen Wochen zu erwarten ist. Übrigens, nur weil ich das Gemunkel gehört habe, dass SpaceX Starships von Boca Chica aus nach Florida schießt, möchte ich loswerden, dass dem vermutlich nicht so sein wird. Viel eher wird man die Booster und Schiffe auf Frachter verladen und auf dem Wasserweg zum Cape bringen. Was auch mit beachtlicher Geschwindigkeit gebaut wird, sind die neuen hohen Integrationsgebäude bzw. Megabays.
Die Fundamente lassen erahnen, wie massiv diese Gebäude werden. Die Kräne dafür stehen bereit und während du das hier schaust, werden vermutlich die ersten Wandelemente installiert. Auf dem Startgelände am Cape hat der Starship-Startturm seine endgültige Höhe erreicht. Das ist erst passiert, nachdem diese Aufnahmen gemacht wurden. Daher sieht man das letzte Segment hier auf einem SPMT auf dem Weg zum Startgelände. Gleichzeitig bauen sie die neuen Fangarme und alle anderen notwendigen Mechanismen des Turms hier neben der neuen Star Factory. Die meisten notwendigen Leitungen im Boden scheinen gelegt zu sein. Ich denke, dass nun der Fokus auf den Bau der neuen Tankfarm am Cape liegt und dass in den nächsten 6 Monaten kein Starship vom Cape aus starten wird. Boca Chica ist eine andere Sache. Dort ist zwar auch noch nicht alles geklärt, aber man ist dort einem Start durchaus näher. Einer Pressemitteilung des japanischen Satellitenbetreibers Sky Perfect JSAT zufolge haben sie Starship ausgesucht, um ihren Superbird 9 Kommunikationssatelliten zu starten. Manche meinen, das wäre der erste Kunde für Starship, aber ich sehe auch Jared Isaacman mit den Polaris-Missionen und Yusaku Maezawas Mission um den Mond als Aufträge für Starship. Lass uns darüber in den Kommentaren diskutieren. Und ich vermute, dass sich einige andere Unternehmen auch gerade darauf vorbereiten, Nutzlasten mit Starship oder anderen Starship-ähnlichen Systemen ins All zu befördern. Ein derartiges Trägersystem ist ein Paradigmenwechsel. Wenn du gerne Mars-Chroniken schaust und mich unterstützen möchtest, dann freue und bedanke ich mich herzlich. Schau gerne in den Shop, denn es gibt eine brandneue Kollektion. Riesendank geht auch an alle meine Supporter. Ihr seid die Besten. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.